Gute Tobi, der Siggi hier, gell? Hier war Sarah wohl. Danke nochmal, dass du mir deine Nummer geschickt hast über das Instagram. Ich habe versucht, den Stevie zu erreichen die letzten Tage, aber irgendwie habe ich den nicht bekommen. Ich hoffe, es ist alles gut. Ich habe auch nicht deine Nummer gehabt. Ich war da auch im Bockerheim, da auf dem Sportplatz. Wollte mal gucken, ob du da noch trainierst oder so. Und habe mir da das Training angeguckt von der, ich weiß nicht, mittags habe ich da angefangen, da rumzustehen, von der F-Jugend bis zur alten Herren und so. Da habe ich auch die Leute gefragt, ob sie den Bomber kennen, den Bomber-Tobi. Und ja, die kleinen Kinder sind weggelaufen, haben geweint und die anderen wollten die Polizei rufen. Und so, da habe ich noch dran gedacht, schreibst du dir mal über das Instagram. Und da hast du ja geantwortet. Ich wollte mal hören, ob ihr am Freitag nochmal da seid, weil der Stevie hat sich nicht gemeldet bis hierhin. Und wollte ich nochmal hören, ob ihr da vorbeikommt, gell? Also, vielleicht kannst du mir nochmal Bescheid sagen, der Siggi. Morgen. Ich bräuchte übrigens auch noch das Foto für unsere 25. Jubiläumsfolge. Ich will dich nicht stressen. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Aber dann kann ich den Trailer fertig machen, ne? Danke. Das Foto für die Jubiläumsfolge, für die 25, habe ich ja schon längst geschickt. Die brauchst du ja wohl nicht hoch auflösen, weil es nur Schrift ist. Es dürfte passen, was du da hast. Wenn es nicht passt, schicke ich dir natürlich umgehend rüber. Was heißt eigentlich Jubiläumsfolge? Was soll ich mir darunter vorstellen? Schnippel mal den Trailer fertig. Worum geht's denn da überhaupt? Also meine Idee war, dass wir so ein bisschen ein kleines Best-of zusammenschneiden. Ich höre da mal rein in die Folgen nochmal in alle und guck mal, dass ich so aus der einen oder anderen Folge einfach eine coole Story rausschneiden kann. Und die schneiden wir schön zusammen und dann haben wir ein Best-of. Ganz einfach. Das ist die Idee. Oha, ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, wie du dir eine Jubiläumsfolge vorstellst und du machst eine eigene Folge draus mit der Antwort. Ich habe es beim ersten Mal schon verstanden. Ich finde die Idee wirklich gut. Ach so, und den Siggi habe ich übrigens mittlerweile erreicht. Ich habe mitbekommen, dass der mich ja irgendwie gesucht hat, beziehungsweise nicht wusste, dass wir nicht da sein werden an dem einen Freitag. Weil ich ja im Urlaub bin, das hatte der irgendwie nicht auf dem Schirm oder ich habe vergessen, ihm das zu sagen. Ja, ich war ganz verwundert, dass der Siggi mir geschrieben hat. Ja, war auch mal schön von ihm zu hören. Der scheint echt uns zu vermissen. Was mir auch aufgefallen ist, du bist von Folge 1 bis Folge 20 echt lauter geworden, besser geworden und sprichst manchmal mit mehr Elan. Das solltest du vielleicht in deinen Sprachnachrichten, die du mir gerade geschickt hast, auch nochmal machen, Tobi. Überdenk das vielleicht nochmal, das ganze System und auch bei den Sprachnachrichten. Vielleicht einfach ein bisschen mehr Pep. Danke. Mit mehr Elan, ja? Ich bin auf der Arbeit, du Kasper. Kann ich da nicht rumschreien hier? Okay. Also da habe ich mir gedacht, wie bist du damals, also weil du es gesagt hast, wie bist du damals rumgelaufen? Oder auch diese Trainingsanzüge, ne? Ich hatte ja auch dann, Steve hat mir den einen oder anderen vererbt. Yeah. Ich habe nämlich auch zu Hause im Keller noch den babyblauen Sir Benny Miles. Geil. Oh mein Gott, hast du, Mann. Ja, den habe ich noch. Da sind aber auch Flecken drauf vom Feiern, weil man da früher ja auch dann mit ist einfach feiern gegangen damit, gell? Ja. Das musst du dir mal. Da sind Flecken drauf, die gehen nie wieder raus. So bitte, Jackie oder was weiß ich was. Bitte, ist. Einer von euch muss den anziehen und vors Gipsen gehen. Ich mach wenn's das. Alles wieder aufmacht. Ich mach das. An der Stelle versprochen, Tobi, hast du einen Anzug noch? Ich meine, der ist im Keller, ja. Den Babyblauen. Geil. Ja, und einen schwarzen habe ich, glaube ich, auch noch. Das ist dieser Niki-Stoff da. Ja, genau, ja, dieser Niki-Stoff. Niki, super. Ja. Alter. Nee, ich will den schwarzen. Ich ziehe den an und gehe, was hast du? Forst Gibson, ja. Mach ich. Moin, was geht? Ja, mach ich. Ich hatte einen von Sean John. Ja. Von Sean John, so einen grauen Niki-Anzug. Oh, Sean John. Und dann hatte ich einen von Rockerwear. Wow. Und wo habe ich die gerockt? Im Natrix. Geil. Alter, war ich der Typ? Ja. Ich war der Typ. Und einmal bin ich ins Natrix gegangen. Einmal bin ich ins Natrix gegangen, gell? Und ich sehe ja leicht, also voll viele haben mich früher mal gesagt, hey, bist du Amerikaner? Nein, Deutscher, Eckenheim, Frankfurt. Lass mich in Ruhe, gell? Leave me alone. Und dann war ich im Natrix. Und ich habe das gar nicht gerafft, gell? Oh Gott. Ich auch in meinem dunkelblauen Rockaway-Anzug, 16XL. Und dann war da so eine Gruppe und der eine, aber das waren Amis, früher waren ja viel mehr Amis da, gell? Ja. Und der eine so, ey, what's up? Ich so, ey, was geht ab? Also ich habe auf Englisch mit dem gesprochen, Englisch kann ich ja noch, im Gegensatz zu manch anderen. Auf jeden Fall
dann standen die da so im Kreis und der hat mit mir geschwätzt. Und dann habe ich erst gerafft, was passiert. Die haben zu der Musik, die da lief, gefreestylt, jeder, gell? Und warte, aber warte. Das war so, die standen so im Kreis und haben so, und dann hat der eine gefreestylt, ba, 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 ba. Und dann irgendwann, der rechts von mir, so auch gefreestylt, ma, ma, ma. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht so im Kreis. Und ich bin als nächstes dran, gell? Und die Jungs alle so, und gucken mich an, gell? So richtig diese 10 Sekunden lang, aber diese 10 Sekunden, ihr wisst, wie diese 10 Sekunden, ja, die sind so wie 4 Minuten, 5 Minuten. Gell? Und ich auch so trotzdem den Kopf genickt und die so, okay, der Typ ist dumm. Gell? Und dann hat der einfach links von mir weitergemacht, kennt ihr das so? Und ich so, und bin dann so langsam rückwärts gelaufen und bin dann einfach weggelaufen. So. Wie dieses mit dem Hummer, der ja, genau, der im Gebüsch verschwindet. Genau, so, ey, original, ja. Und das war so, what? Und dann bin ich den Abend bin ich in den Raum, auch im Natrix gab es ja verschiedene Räume, ich bin in diesen Raum auch nicht mehr gegangen. Ich bin dann nur noch im Hauptraum gewesen, ganz unten, auf dieser großen Tanzfläche. So, hey, Ecke, hoffentlich sieht mich keiner so. Alter Schwede, das war so geil. Die so, und der eine so, I'm from ma. Und ich so, ja, geil. Und ich guck den so, der rechts von mir, ich guck den so an und der freestylt so. Und dann hört er so auf mit seinem Freestyle und übergibt mir so, wirklich, guck mich an und übergibt mir so. Und ich so, was? Und dann fängt der links von mir weiter an. Ey, das war so geil. Das war so gut. Ich hab mit Musik original nichts am Hut. Ich kann nicht rappen, ich singe mich gar nichts. Aber die dachten so alle, 1-4-9, der muss drauf. Rockaway-Anzug, ja, genau, wollte ich gerade sagen. 1,94 Rockaway-Anzug. Der hat kostet, keine Ahnung, genau, wie viel D-Mark. Der muss. Schrägstrich Euro, gell? Der muss. Der muss, können, gell? Der und muss. Nicht so, rückwärts. Tschüss. Der muss rappen können. Damit nichts. Am besten hätte ich noch so im Schweizer Akzent irgendwie irgendwas gesagt. So, ich kann das nicht. Lass mich in Ruhe. Alles war so geil. Aber in der Sekunde war es hart peinlich. So, ja. Gell? Ich so, Alter, ich kann mich in diesem Raum heute nicht mehr blicken lassen. Ja, besser ist es. So, weg. Und diesen Anzug ziehe ich auch nie wieder an. Übrigens. Genau. An der Stelle nie wieder. Kann irgendjemand haben. Ich so, ey, warst du nicht letzte Woche mit dem Rocker? Nee, nein. Ich habe gar keinen Rocker. Ich mag Rockerwear nicht. Ich mag das nicht. Ich trage nur Sir Benny Miles. Geil. Das war auch immer eine Riesenschlange. Bekannt war ich ja dafür, dass ich die ganze Schlange langgelaufen bin und hab gesagt, bei dir geht nicht, bei dir geht nicht, bei dir geht auch nicht, bei dir geht auch nicht. Die fanden es zwar ein bisschen assi, aber das Ding ging fast mal bis zum Kaufhof hin, Alter. Das war ja schon... War weit. Ja. Locker 300 Meter, nee. Mehr, locker ja, mehr. Ja. Also bis zu der einen Kuppel und noch weiter raus. Also nicht ganz zum Kaufhof, aber... Ja. Es war schon eine gute Schlange und dann bin ich halt durchgegangen und dann habe ich gesagt, bei dir geht nicht, bei dir geht auch nicht und die fanden es zwar gut. Und dann habe ich gesagt, was müssen wir denn machen? Und dann habe ich gesagt, du kommst irgendwann mit einer Frau, dass ich sehe, dass du dich benimmst und dann lasse ich dich auch rein. Und wenn dann Weiber da stand mit einem Typ an der Hand, habe ich gesagt, ist das dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Also ich stecke mal die Zunge in den Hals. Sag ich, bei euch zwei geht jetzt auch nicht. Weißt du, nur mit Händchen halt reingehen geht auch nicht. Die haben ja schon immer gewartet, immer wenn schöne Weiber kamen, haben sie gesagt, ah ja, komm mal mit rein. Ja, gut. Ich hab's da, ja. Ich war halt direkt. Ja, das was lachst du da? Ich muss kurz lachen, Entschuldigung. Ja, du lachst, Alter. Ja. Die stehen da, Händchen halten. Nee. Und dann sagst du, ja, ist das dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Sagst du, zu dem Typ, steck mal die Zunge an. Der Typ geht hin und die tut sich, Sagst du, ja, bei euch geht beide nicht. Tschüss. Ja, warum? Sagst du, weil du gelogen hast. Ja, kam dann die Frau auch nicht rein? Nee. Kam nicht rein. Ich hab viele Weiber gesperrt. Ja. Weil sie gemeint haben, weil sie einen dicken Ausschnitt haben und alles. Dann erst rechnet. Wen habe ich noch gesperrt? Der Karim vom Big Brother Haus. Sagt er, ja, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Karim. Sag ich, ich bin der Metzger und ich lasse trotzdem rein. Fertig. Naja. Ja, da habe ich ja einmal Glück gehabt, ne? Du? Wir haben ja unsere Geschichte. Echt? Zum Glück hast du es ja anscheinend vergessen. Nee, weil das war jetzt noch eine schmieren. Nee, du hast dich sehr korrekt verhalten, ich nicht so ganz. Ah ja gut, dann hast du es ja verdient, dann kann ich dir noch eine geben. Ja, bitte hier nach, sonst...
Bitte. Okay. So, jetzt nee, das war, ist das Ding jetzt erledigt? Ja, okay. Das ist erledigt. Ich erzähle es trotzdem mal kurz, weil okay, das ist so meine Geschichte mit dir und das ist... Das war tatsächlich vom Odeon und da hatte ich auch ein paar zu viel. Ich muss noch kurz intervenieren. Ja, ich finde ja, das schön, dass wir uns heute Abend am Stammtisch so treffen. Das hätte ich damals auch niemals gedacht. Ich auch nicht, aber dass das endlich mal gelöst wird. Ist ja, und ich finde es auch, so, auch, dass es so cool gelöst wird, weil es halt genau, einfach eine Fresse geile... Ja. Es geht noch. Jetzt habe ich schöne volle Lippen. Siehst du mal, ich bin der Botox-Meister. Nee, aber das ist so, dass man jetzt halt drüber lachen kann, weil es so lange her ist. Damals war es völlig bescheuert. Na, also, um die Geschichte mal kurz zu erzählen. Wir kamen halt zum Odeon und der Steve kannte dich ja und hat mit dir gesprochen und ich hatte ein paar zu viel. Und ich dachte, ihr diskutiert, ob wir reinkommen oder nicht. Und ich hatte die glorreiche Idee, zu sagen, ja, wir geben da drin auch Geld aus. Völlig als Spruch, der eigentlich, musst du auch wissen, mir gegen ja, meine Natur ist. Nein, das musst du auch mal wissen. Ja, aber das wird ein Konter von mir kommen, da würde ich dich direkt nochmal hin anstellen lassen. Genau das hast du gemacht. Okay, gut. Ach, dann warst du das. Aber du bist nicht der Einzige, glaub ich. Ja, das glaube ich dir sofort. Nee, aber... Hättest du einfach gesagt, ich gehöre zum Steven, da wäre das doch ganz einfach gelöst gewesen. Nee, war lustig, weil wir waren, glaube ich, auch 5 Jungs, sage ich jetzt mal so grob. Und wir standen auch in einer Reihe und ich war der Einzige, der diesen blöden Spruch gesagt hat. Und du hast dann gesagt, für den Spruch kannst du dich gerade hinten anstellen. Und ich habe mich hinten angestellt und die Schlange war ungefähr 15, 20 Meter lang. Finde ich aber gut, dass du es gemacht hast. Habe ich auch gemacht. Und ich finde auch gut, dass ich trotzdem tatsächlich reinkomme. Danke, Steve, und eure ja, Verbindung. Aber dafür habe ich es auch verdient gehabt. Und aber das werde ich. Und das ist witzig, weil das ist so eine Sache. Und ich wusste ja nicht, dass du jetzt heute hier bist, also ne, dass wir irgendwann mal hier zusammensitzen. Aber das ist auch wirklich tatsächlich so eine Geschichte, die man sich immer noch erzählt, vom Feiern gehen und sowas, die nicht vergessen geht. Es geht ja so viel vergessen, gerade wenn man einen trinkt und so weiter. Aber diese Geschichte, also, ja, wo hat der Metzger mich hinten anstellen lassen, das ist so eine, die kommt immer mal wieder hoch. Das ist, weil es so ja, und was sagt uns das? Einfach die Fresse halten. Ja. Und durchgehen. Ne? Das hab ich. Wenn du bei einem Türsteher diskutierst und sagst, guck mal, ich habe fast zu jedem gesagt, geht nicht. Und die sich weggedreht haben, sind gegangen. Ja. Also, hey, komm her, war nur ein Spaß. Ja. Ja, weil die diskutieren nicht. Und die mit mir diskutiert haben, da hab ich gesagt, deswegen kommst du nicht rein. Ja, weil wenn du hier schon diskutierst, machst du da ohne auch Diskussionen. Ja, genau. Fertig. Ja, das war auch eine Lehrstunde für mich. Ja, hast du gesagt, du gehörst zum Steven, der wäre doch erledigt gewesen. Das hat der Steve ja dann gesagt und dann haben sie mich ja wieder vorgeholt. Aber ein paar Minuten habe ich ja schon gestanden, bis ihr euch... Hast du längst gefroren? Es war kalt, ja. Pass auf. Und die Jacken im Auto gehabt, um den Euro zu sparen an der Garderobe. Der Steven war immer schlau, der kam immer, Metzger, kannst du meine Jacke dahin hängen? Das wäre das Beste. Ich lasse die Jacke im Auto, weil ich mir einen Euro für die Garderobe spare. Und dann immer den Schlüssel dabei gehabt. Nee, aber den Spruch dazu sagen, wir geben da drin Geld aus, das ist ja noch bescheuerter, weißt du? Ja, stimmt. Aber es geht eigentlich wirklich gegen meine Natur eigentlich, weil ich solche Sprüche selber nicht leiden kann. Aber ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber gut. Vor allem Alkohol. Aber dafür warst du nachher wieder ein bisschen nüchtern, du konntest wieder mehr saufen. Ja, und ich habe eine Lektion fürs Leben mitgenommen. Also ich habe genug Mist auch so trotzdem noch gebaut, aber das war sowas, wo ich gesagt habe, vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal die Fresse. Jetzt weiß ich auch, warum du so komisch geguckt hast, wo ich mich gerade hergesetzt habe. Jetzt verstehe ich auch den Blick. Genau. Warum ist der jetzt auch hier? Naja, nein, erkannt habe ich ihn ja nicht, aber... Es war auch ein bisschen der Spruch von wegen, pass auf, was du fragst, sonst hast du eine dicke Lippe. Deshalb habe ich auch so geguckt. Naja, gut. Nee, aber dicken Lippen habe ich viel im Ufer teilt. Ach, war das schlimm da. Was ist so schlimm? Ich erzähle dir mal so eine Aktion, die war eigentlich ganz geil. Gerne. Ich werde vor allem runtergerufen, weil mitten im Club sich einer einwichst. Ja. Na ja, gut. Ich gehe runter und sehe den, wenn du runtergehst, bist du runter, da war der DJ-Pult da. Ja. Und neben war noch mal so eine Bank, wo die Leute gesessen haben, meist vom DJ die Leute. So. Ja. Saß der da mit runtergelassener Hose und hat den Haas abgezogen. Und ich gehe hin und drehe den so. Stimmt denn so, dreht den so, ich greif so hin, nehme Flasche, so ein Glas Wasser pfuh, und schütze ihm in die Fresse. Ich werd so wach, ich so, Alter, ich nehme so an der Hahn, stell ihn hin, sag, was ist mit dir los? Bist du noch ganz sauber? Der hat bestimmt gedacht, Pappen gefressen, er ist im Wohnzimmer und wichst. Der hat nicht gedacht, dass er in der Disco ist. Dann wollte ich, dass der geht und sag, lauf. Und ich war immer ganz schnell mit den Leuten am rausschmeißen, weil dann schnell ist, dann kannst du wieder oben sitzen, hast da Ruhe. Ja. Hab aber vergessen, dass der die Hosen ja unten hatte. Er konnte ja nicht schnell gehen, er konnte nur so kleine Schrittchen machen. Da hab ich dem von hinten einen ins Knick gehämmert, dass er gerade ein Rad geschlagen hat und ist voll auf den Boden aufgeklatscht. Okay. Natürlich im U, der Boden, alles voll mit Glasscherben. Steht der auf, läuft vor mir her und hat die ganze Splitter in dem Rücken.
Denke ich mir, ach du Scheiße, wenn das nicht wieder eine Anzeige gibt. Ich den Typ hoch, der Axel guckt schon von oben, guckt so um die Ecke. Oh, was hast du wieder gemacht? Das ist nichts. Raus mit dem. Viertelstunde später, wir sind da oben, kommt er mit seinem Bruder um die Ecke, sagt Axel, halt schon mal das Spray bereit. Ich glaube, jetzt knallt's. Jetzt. Ich so, ja. Danke, Metzger, dass du meinem Bruder nicht aufs Maul gehauen hast. Der hat mir erzählt, dass er das gemacht hat. Und ich weiß nicht. Und ich so, ja, ja, gut, alles klar, kein Problem, kann passieren, geh. Und er dreht sich rum und geht und hat die Scherbensplitter immer noch im Rücken hinten drin gehabt. Ich hab gesagt, oh nee, was hast du da gehabt? Aber egal, es ist nichts passiert und ja, das war mal so eine Geschichte von da. Aber auch beim auf dem Klo, beim Wichsen erwischt. Ich machte Klopf, Klopf, Klopf. Ich denke, der zieht, macht die Tür auf, sitzt er da drin auf dem dreckigen Klo und zieht sich der Hass ab. Da denke ich mir, Alter, was geht denn in den Menschen vor? Warum? So drauf wie die sind, passiert doch eh nichts. Das Ding wird doch eh nicht hart. Okay. Kriegst du einen dicken Bizeps, ja, und das war's. Ach Gott. Das ist eine ganz andere Bedeutung von Disco-Pumper. Ja, genau. Das waren die anderen Schranzer. Oh, naja, nee, war schon. Aber so, von den Leuten her, eigentlich war es echt immer ganz lustig. Also wir hatten immer viel zu lachen. Wenn die Leute auch abgetastet, ich hab die Leute abgetastet, greife in die Tasche, find Gras, sag ich, was ist das? Das ist nicht meine Hose. Also, das ist schon mal, wo ich sage, von wem ist die denn? Das ist nicht meine Hose. Sag ich, ja, von wem ist die denn? Ja, aber es ist nicht meine Hose. Sag ich, geh. Aber das doch an. Geh, ey. Das tut mir jetzt leid. Das wusste ich nicht, dass ich das noch einstecken habe. 50 Pillen einstecken. Da muss ich jetzt die Polizei rufen. Und der ist gerannt. Der hat sich rumgedreht und ist losgerannt. Dann hatten wir so eine Situation. Wir hatten da so einen Eimer. Da haben wir halt immer die kleinen paar Sachen, Drogen immer so reingeschüttet, die Pillen reingeschmissen, ja. Das Pepsi reingeschüttet. Ja. Da war so ein Eimer mit Wasser und immer. Oh. Und irgendwann, wir sitzen da, der Axel und ich, nimmt der eine so eine Handvoll von und rennt weg. Ohne Scheiße, hat das mit der Hand raus, hat's gesoffen, ist weggerannt. Ich, boah, wir haben da reingerotzt, da ist alles reingekommen, was reingekommen. Ey, ekelhaft, richtig ekelhaft. Und der hat, ja, der wird vielleicht den Trip seines Lebens gehabt haben. Also ich hab ihn auch nicht mehr gesehen. Er wurde nie wieder gesehen. Nein. Oh Gott. Okay. Wow. Okay. Das war jetzt nur mal vom U. Also es gibt ja noch andere Diskotheken, wo noch viel passiert ist. Da war nur ein bisschen Zeit, aber gut. Oh. Nee, so viel Zeit, glaub mir, so viel Zeit haben wir nicht. Ey, da müssten wir 3-4 Tage sitzen. Die Leute haben auch schon gesagt, schreib doch mal ein Buch. Ja, mach das ja, bitte. Nein, ey. Nee, echt nicht? Ey, das hat Frankfurt im Knast. Das Buch. Nein, das kannst du nicht bringen. Oh Gott. Das kannst du nicht bringen. Okay. Allein nur vom U wäre schon mal geil. Oh, ich ja. Allein so ein paar Geschichten. Also, wäre schade, wenn die nicht erzählt würden. Deshalb bin ich auch froh, dass du hier bist und paar. Ja, ich aber, gar nicht mehr. Ja. Guck mal, wie zum Beispiel... Wenn sie da reingekommen sind, ja. Ich konnte sie ja nicht vom Platz wegsperren. Ja, klar. Aber dann waren sie so provokativ und stellen sich direkt vors U mit dem Auto, lassen schön das Auto an und hören da drin Musik und na ja, gut. Das guckst du mir 10 Minuten an, dann klopft mich das erste Mal, sagst, kannst du bitte wegfahren? Ich höre nichts, die Musik ist so laut. Ja. Sag ich, alles klar, bin ich reingegangen, hab schon Feuerlöscher geholt. Kennst du Feuerlöscher? Da ist Pfefferspray drin. So. Da die ja im Winter draußen Heizung, legt Belüftung an, direkt mal vorne in den Grill reingefeuert. Zack. Innerhalb von Sekunden war die Tür auf und das Auto war weg. Na, du lachst. Ja, ich bin froh, dass ich in dem Auto saß. Ich bin ja kein Polizist, ich kann ja nicht sagen, ey, fahr mal das Auto weg. Ja, und dann bringen sie auch, was sie manchmal für Bullen gebracht haben, Alter. Oh Gott. Auch so eine Aktion, das muss ich eigentlich erzählen, weil ich hasse Bullen. Pass auf, wir nehmen ein Mädchen fest. Ihr? Ja. Ja. Die hat bestimmt 50 oder 100 Gramm Speed dabei gehabt. Komplette Beutel. Okay. Ich rufe die Polizei. Und das waren echt zwei Hänse, wirklich. Ich konnte ihn noch nie leiden. Lange Rede, kurzer Sinn. 2 Minuten später kommt das Mädchen nach der Verhaftung von oben vom McDonald's, wo der Kaufhof ist, runtergelaufen. Die haben mich laufen lassen. Und sag ich, denkst du jetzt nicht, dass du hier reinkommst?
Sag ich ehrlich, ich hab dich eben mit 100 Gramm Pepper oder 150 Gramm Pepper erwischt. Du, dann ist er weggegangen. Eine halbe Stunde später muss mir die Polizei rum. Kommen die zwei Bullen total drauf. Alter, der Frankfurter Kranz unterm Nasenloch hängen. Das ist, war schon kein Kranz mehr, es war schon ein Eiszappe, so ein Zapfen, der da rausgehangen hat. Da sag ich, Alter, ihr habt doch vorhin eine Verhaftung gemacht, was war denn das? Ja, das war Ascorbinsäure. Da schwitzt mir jetzt ein Foot auf der Backe malen, sagst du Erdbeertouch oder was? Alter, ich hab doch dran gerochen, das war doch Speed. Und der Bulle sagt, nee. Und der andere Bulle steigt aus dem Auto aus und fliegt so auf die Fresse, dass die Knarre rausfällt. Ich wollte gerade die Knarre aufheben, wollte die wegtun. Kommt der andere Bulle, nimmt die so. Dann habe ich, ich kannte zwei, die habe ich angerufen und sag, Alter, ey, hol mal eure zwei scheiß Kollegen hier ab. Und ey, die sind total drauf. Oh, Metzger, ja, wir kommen. Sind die gekommen? Haben den einen weg, den anderen weg. Das eine Auto gefahren, der andere das andere Auto. Aber die haben schön einen Einlauf gekriegt, 100 pro. Weißt du, Alter, du kannst doch nicht so Leute auf die Menschheit loslassen. Ja, da sind auf jeden Fall gute Sachen dabei. Ich werde jetzt mal eine Runde hier in meinem Urlaub surfen gehen. Ich werde mich danach nochmal melden. Vielleicht bist du dann ja nicht mehr auf der Arbeit und klingst besser gelaunt. Ich gehe auch gleich surfen hier. S-Bahn surfen. Nach Hause. Und ganz ehrlich, das ist ja, so. Du kommst nicht sogar, ganz ehrlich, super. Bis heute begleitet uns das ist so Running Gag mäßig so von wegen, ich sage dreimal geil. Ja. Das ist sowas, was heute. Ich sage dreimal geil. Ja, genau das. Ey, das ist. Ey, guck mal, das hab sogar ich dir geschrieben, weil es einfach für mich so, als du geschrieben hast, ey, ich bin dabei beim Podcast, okay, ich sage dreimal geil. Ja, ja. Aber das ist krass, es gibt so Sachen, die bleiben einfach hängen. Ja, aber da würde ich halt auch, ich finde es auch absolut korrekt von euch, dass ihr die Feststellung gemacht habt, dass ich Skizze erfunden habe. Ja, hast du? Nee, ganz das ehrlich, also in dem korrekt. Umfang, in dem Ding, also mit der Qualität, ja, absolut. Das, also wirklich, das war ein Hip-Hop-Album mit Comedy-Parts. Also wirklich. Da würde ich jetzt nochmal fragen, wie bist du auf die zwei gekommen? Also ich meine... Also es gibt diese zwei wirklich, die heißen nicht Ali und Stavros. Der eine heißt tatsächlich Ali, ist ein Perser. Und Stavros hieß eigentlich Taki. Mhm. Und ich habe für beide gearbeitet in einem Teppichladen von Ali. Der war mit uns auch befreundet. Und diese Story mit, ich mach Gas bei mir selber, ist auch wirklich passiert. Da hat er jemanden, ein Kumpel von uns, hat er das Auto gegeben und der ist einfach 200 Sachen gefahren auf der Autobahn und der meinte so, Arschchen, hör auf, bitte, ich sterbe, ich mach Gas in Auto, ich mach Gas bei mir selber. Wir sterben alle. Und den gab's tatsächlich. Der hat auch zu einem guten Freund von mir, Oran, damals gesagt, das mit seiner Freundin, der war damals mit so einer sehr hübschen Spanierin zusammen und der hat zu ihm einfach eiskalt, da war ich dabei, eiskalt zu ihm gesagt, ich will einmal ficken. Kann ich dir einmal bumsen? Parmsen. Lass mich einmal parmsen. Genau, richtig Parmsen. Schön parmsen. Ich weiß, wie lange das so, in unserem Sprach... So, und Oran so, sag mal, bist du geisteskrank? Das ist meine Freundin, ich bin mit der zusammen. Er so, ja, aber ich will nicht wegnehmen. Für den war es einfach ganz normal so. Er wollte sie nicht wegnehmen. Ich weiß, wie lange dieses Parmsen... Dass du auch zu dem Typen gehst und fragst, was ist denn das für eine Art, ey? Das ist so heutzutage... Ey, unfassbar. Ey, das ist wirklich eiskalt. Dieses Parmsen ist so lange... Ja, der hat es erfunden. In unserem Sprachgebrauch. Ja, ich will sie einmal Palm sehen. Übergegangen. Also dann wegen dem Skit von dir, ne? Dass so dieses. Ja. Ja, es gab beide. Und dieser Taki war so ein Typ, der hatte Restaurant und eine Kneipe. Und der war unfassbar. Also da habe ich noch wirklich untertrieben, weil dieser Typ war so krass. Ich habe da gearbeitet hinter der Theke. Da kam ein Typ rein mit einer Knarre. Und der kam da rein und der meinte so, Taki, ich bring dich um, du hast meine Freundin gefickt, bla 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 und so, ne. Und er guckt ihn einfach so an, ich denke so, wir sind tot, ne. Und der so, was willst du machen, der Malaga? Was willst du machen? Und dann geht er einfach um diese ganze Theke rum. Der Typ hat so gezittert mit der Knarre, so richtig gezittert. Und dann irgendwann war der bei dem und haut den mit der flachen Hand auf diese Knarre. Die Knarre fliegt auf den Boden und der tritt den einfach raus. Du Arschloch! Malaga, verpiss dich, du Arschloch! So tritt er den da raus, um den gleichzeitig noch zu beschimpfen, bis der rausgeflogen ist. Dann hebt er so die Knarre auf und dann guckt er mich so an und meint so, Malaga, die können wir verkaufen. Oh Gott. Also ich habe noch nie einen abgewichsteren
Typen getroffen in meinem ganzen Leben als diesen Typen. Und die habe ich dann einfach, die kannten sich gar nicht, aber ich habe sie halt für diese Skits, habe ich sie halt irgendwie dann zusammengebracht. Und übrigens, das Tropicana war der Club in Bad Pyrmont, wo ich aufgewachsen bin, die einzige Disco, die wir hatten irgendwie jahrelang. Also auch das gab es wirklich. Ja, ja, okay. Geil. Malaga, kommst du Club Tropicana, kannst du auftreten, das ist auch gut für dich. Das kam übrigens auch durch Savage, weil Savage, also wir waren ja so die ganze Zeit befreundet und der hat auch Beats für mich gemacht, der hat ja auch Sachen einfach produziert auf meinem Album zum Beispiel. Wir haben ja immer hin und her und dann war ich auf seinem Ding drauf, dann war der bei mir drauf, dann haben wir irgendwie für andere Leute noch was gemacht und das und dem und haben die ganze Zeit abgehangen und meiste Zeit eigentlich abgehangen und eigentlich uns gut verstanden. Und bei Savage kam dann auf einmal dieser Riesenerfolg. So, ne? Und der hat auch die ganze Zeit bei mir gepennt, als er das mit dem Azad das One-Album aufgemacht hat, hat er bei mir geschlafen die ganze Zeit, während dieser ganzen Aufnahmen. Und bei dem ging es halt einfach drunter und drüber. Es ging halt richtig krass. Die haben einen Deal nach dem anderen bekommen. Und so der Stern ist richtig aufgegangen damals bei dem ersten Album. So. Und da war ich so halbwegs eigentlich ganz gut mit ihm befreundet und so, ne? Und er hat mir halt dann immer erzählt, dass er einfach jeden Tag von irgendeinem Vollidioten irgendeine Anfrage bekommt. Ne? Ist ja auch gut für dich. Ja, weißt du, wenn du das und das machst, dann ist es auch gut für dich. Super. Ja, ne? Ja. Und das haben wir halt so verarscht auf diesem, wie heißt es, auf dem Remix-Album. Ja. Ne? Und dann, diesen Tillab Joe Remix dann noch gemacht und alles. Ja. Aber auch diese Selbstverständlichkeit, mit dem die Leute rangehen, ist unfassbar, dir zu erzählen, dass es gut für dich ist. Ja, ja, das ist so, immer das erste Argument. Ah ja, okay, wenn ich bei dir umsonst auftrete, das ist also richtig gut für mich. Ja, ja, da kommen viele Leute mal Lager. Ja, ja. Das ist richtig gut für dich. Nein, es ist nur gut für dich. Ja. Also, vielleicht. Es war nochmal so ein ganz anderer Vibe, der da war, voll, weil voll. Mit den Leuten, die. Das andere, was halt nur manchmal so ein bisschen genervt hat, das war dann tagsüber so, wenn man so runter zum Essen ist und so, alle haben immer gesungen. Mega nervig, Alter. Die sind überall rumgelaufen und alle haben gesungen. Boah, ist das nervig. Ja, ja, du weißt es noch, jammen. Alle haben gesungen. Hä? Wenn du eine Freundschaft, wenn du mit mir Freundschaft beenden willst, dann kommst du zu mir und sagst, lass mal jammen. Halt doch deine bekackte Fresse. Also dann kommt dann immer irgendeiner, der irgendwie vier bis acht Akkorde spielen kann und die dann immer ein bisschen umkehrt und irgendwie nochmal irgendwelche Obertöne reinbringt und sagt, ja, egal. Hey, guck mal, da kann man auch das draus singen. Cheryl Mazer, halt die Fresse. Halt doch deine bekackte, beschissene Fresse. Warum machen das Leute? Feist hat seine fünf Minuten. Ja, ich habe meine fünf Minuten. So, das ist okay. Wir eröffnen jetzt die Rubrik, Feist hat seine fünf Minuten. Ja. Ich ebne dir den Weg. Es kann nicht schlimmer werden als das, was ich jetzt gerade mache. Er hat seine fünf Minuten. Okay. Ganz kurz. Bist du irgendwo, meinetwegen auf amerikanischem Boden, einer macht eine relativ dezente Beatbox und du freestylst halt über dein Frühstück und was du jetzt gleich machen wirst oder wie du die anderen auseinandernehmen willst. Das ist immer noch keine Jam, das ist Kunst, ja? Aber dieses, ich spiele jetzt 59.000 Mal denselben Akkord und dann haben die ja die Tendenz, diese blöden Wichser, die Jam, ich nimm's auf, diese blöden Wichser, die Jam, haben ja dann die Tendenz, nicht cool zu sein, sondern es ist dann so, okay, der eine singt was und jetzt fällt mir was ein. Oh yeah. Das ist übrigens der Standard-Jam-Riff. Oh yeah. Halt deine bekackte Fresse, Alter. Wenn du außer oh yeah nichts zu sagen hast, geh nach hinten in die Reihe und halt dein Maul. Und dann fangen die an, lauter zu werden. Es ist nicht nur so, dass die Jam sowieso schon passiert, wo ich ja schon kotze. Ja? Also ich sitze dann da. Da sitzen mehrere Musiker und wir unterhalten uns über Musik und man könnte ja auch was voneinander lernen. Oder wir schreien alle. Und das ist das, was passiert. Und dann ficken diese Arschlöcher meine Ohren mit ihrem Oh yeah. Und dann macht der andere ein lauteres Oh yeah. Und dann bist du so, warte mal, jetzt denken die am Ende, dass sein Oh yeah das Coole war. Und dann Oh yeah. Und irgendwann, weißt du, also irgendwann wird deine Stimme scheiße, wenn du lauter wirst. Und der Punkt ist bei einer Jam gefühlt in 3 Sekunden erreicht. Und dann spielt dann der eine so, oh, guck mal, ich kann so ein bisschen was spielen. Bah, deswegen, ich weiß, der Moment auf Ibiza war total schön, als sie dann da zusammen gesungen haben und so. Aber nein, man hätte sagen können, ey, wer kennt das und das Lied? Oh, das kenne ich. Komm, lass uns das mal schön harmonisieren und dann singen wir das Lied und dann ist auch gut. Dann ist gut, dann musst du nicht noch mal weiter singen. Fatzke, Alter. Fickt mich das, Alter. Wie kann man denn diese Scheiße die ganze Zeit... Es gibt so viele Leute, die ganze Zeit... Boah, Leute, guck mal, was für eine Besetzung wir sind. Lass mal jammen. Dein Maul, Alter.
halt bitte dein Maul. Geh bitte in deinen Proberaum und mach das da und dann spiel ein Konzert und ich geb Geld aus und ich guck mir's an. Aber bitte jammt nicht, bitte nicht, bitte nicht jammen. Bitte nicht jammen. Habe ich gesagt, bitte nicht jammen, ja, falls ich es nicht gesagt habe. Bitte nicht jammen. Und vor allem nicht ihr Lelex, die ständig jammen. Sehr gut. Aber genauso, genauso stelle ich mir dann in Zukunft meine 5 Minuten vor. Okay, cool. Waren das 5 Minuten? Wie lang war das? Das war nicht lang. Das war nicht lang. Aber ich bin auch fertig. Also ich bin jetzt gut. Ich fühle mich auch gut. Übrigens, ich weiß nicht, Jungs, es tut mir leid. Ja, das, ich fühl mich das wirklich Lachen gut. Hat auch gut getan. Ja. Ich fühle mich gut. Also ich habe was. Verstehe das auch. Ich bin hier hingekommen und ich habe was da lassen können und finde ich gut. Ja. Und wenn es nur das ist, bitte, nur das ist. Bitte nicht. Wenn wir jammen. Am Ende des Tages aus diesem Podcast nur eine Sache ziehen, nämlich bitte nicht jammen. Ja, die T-Shirts sind schon bestellt. Aber das ist alles immer sehr extrem irgendwie. Habt ihr immer am Geld gespielt? Mit meinem Bruder nicht, weil dem sein Arsch broke ist, aber mit dem Effe spiele ich alles immer um Geld. Ja. Also heute haben schon 100, also wir haben heute ja Session oben gehabt, wir haben heute haben schon 120 Euro den Besitzer gewechselt. Mit Tischtennis wieder? Ja. Oder auch Dart? Nee, nur Tischtennis. Okay. Muss aber auch fairerweise sagen, gegen ihn habe ich Tischtennis wirklich keine Chance. Wir spielen dann tatsächlich, er spielt dann um Geld gegen mich und ich habe 6 Punkte Vorsprung. Also dann merkst du auch, wie geisteskrank der ist. Ja, ja, der lockt auch immer mit so Angeboten. Ja. Und ich hab einmal gewonnen und dann war ich übermütig und hab dann ein bisschen größeren Betrag dann wieder verloren. Ja, das ist gefährlich bei ihm. Der hat mich auch schon ein paar Mal mit so Angeboten gelockt wie, komm, wir spielen um. Also ich weiß, dass ich habe spielerisch null Chance. Gar nicht gegen ihn, weil ich einfach. Also ich gleich mit der Hand. Nee, ich glaube nicht mehr mit beim Handtischstellen ist jetzt schon eine Chance, glaube ich, gegen ihn. Aber er hat mich dann mit so Sachen gelockt wie, wenn ich es schaffe, er hat, glaube ich, 5 Angaben und wenn ich es schaffe, eine dieser Angaben zurückzubringen. Ja. Also nicht mal einen Punkt zu machen, sondern nur schaffe, diese Angabe zurück auf seine Seite zu bringen. Keine Ahnung, kriege ich 10 Euro oder 20 Euro? Ja. Und es geht halt einfach nicht. Also ich habe es nicht geschafft. Ja. Und dann danach hat er mir noch arrogant versucht, Tipps zu geben, was ich denn tun müsste. Damit, was heißt das? Aber es stimmt tatsächlich. Ich will helfen. Aber, ja. aber ich muss auch sagen, ich hatte einmal auch eine Wette mit ihm. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, da ging es einfach nur darum, dass er, ich weiß nicht, sowas Absurdes wie, dass er 10 Liegestütze packt. Und der ist ja jetzt nicht so sportlich fit. So, dass er 10 Liegestütze packt. Und da ging es aber dann um 50 Euro, weil ich gesagt habe, ich weiß selber und so, ich kenne den, seinen Sport, das schafft er nicht. Aber ich sage dir wirklich, der wäre auch da gestorben. Ja, aber ich wollte gerade sagen, er hat gekämpft. Er wäre wirklich an dieser Liegestütze gestorben, lieber, als den nicht hochzudrücken. Also er hat wirklich für diese letzte Liegestütze hat er 25 Sekunden gebraucht. Also der ist da fast verreckt. Oh, aber der hat es hochgedrückt. Er hat es geschafft? Also der ist auch sehr, sehr ehrgeizig. Ich hätte danach nochmal direkt doppelt oder nichts gespielt da mit ihm. Ja, wir haben da so ein bisschen, er hat es dann noch zweimal gemacht, hat es dann auch nochmal geschafft und so, das war wirklich, war der Moses auch involviert in die Wette. Sehr gut. Du wettest gerne. Ja, das ist immer ein bisschen... Ich liebe Wetten, ja. Komme ich gerade auf eine Frage. Dein witzigstes Kundenerlebnis. Also mit dem Kunden direkt oder das, sagen wir mal, ich würde eher sagen, das schlimmste Erlebnis, was ich hatte. Schlimmste Erlebnis war... Ich habe mich nicht getraut, das nachzufragen. Das war wirklich eine Sache, die war Wahnsinn, weil ich so gesagt habe, sowas habe ich nicht erlebt. Ich fand es auch furchtbar eklig, aber es war wirklich ein Mittagsgeschäft, Riesenschlange und wir haben im Grüneburgweg war eine Frau, die hieß Renate und die war eine Verrückte. Und wenn die Alkohol getrunken hat, wusste jeder schon in der Straße Bescheid, jetzt wird's gravierend. Ja? Also die hat Nackig-Sitzstreik im Pennymarkt gemacht, die hatte in der Apotheke und was weiß ich. Und die steht bei mir in der Schlange und da habe ich schon, Angst gehabt. Weißt du, du stehst ja so im Laden und denkst, oh je, was will die jetzt, wenn die schon da so doof steht, ne? Und steht da in der Schlange. Und wie sie vorne ist, holt sie aus ihrer Tüte ein Schnitzel, so ein Kotelett-Schnitzel, irgendwas raus. Ich soll dir das jetzt braten. Da sage ich, sorry, ich kann dir keinen Schnitzel hier braten, das geht nicht. Ne? Hinten dran ganz viele Leute.
Und dann hat die alles wieder rumgezackert da. Ich stelle an der Pfanne und sollte sie jetzt braten. Dann sage ich, nein, ich brate das Schnitzel nicht. Dann hat die das Schnitzel auf diese silberne Ablage gelegt, hat ihre Unterhose, also ihren Rock hoch, die Unterhose runter, das Ding wie eine Binde in ihre Unterhose gelegt, hochgezogen und hat gesagt, brate ich es halt selbst. Das war das ekligste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte vom Laden. Und die Kunden draußen, die Handwerker, alle, mach zu, weißt du, so. Und die ganzen Banker waren pikiert, ne? Aber was willst du machen in der Situation? Du kannst ja gar nichts machen. Nee. Die ist auch mal hinten, du hast ja eine S-Ecke, dann ist die in die Ecke reingelaufen. Ich hab's gar nicht gemerkt, ich hab vorne bedient. Und irgendwann steht ein Mann da und guckt mich so an, kannst du mir helfen? Und dann sage ich, schub die doch weg. Da ist die dem an die Hose gegangen und der hat so da gestanden. Also der schubst die einfach weg. Was soll ich machen? Ja? Wow. Wahnsinn. Also so, das sind so die, Ekelgeschichten. Aber da gibt es Tausende. Ich habe mir gesagt, gibt es ein Buch, die Tarantel in der Yucca-Palme. Da wurden auch so extreme Geschichten erzählt. Und ich habe auch, schon Anfragen gehabt, ob ich ein Buch schreiben will, weil ich so viele Sachen erlebt habe, wo ich sage, da fällst du vom Glauben ab. Das darf alles gar nicht sein, ja. Aber ich glaube, das ist so bei uns, ihr habt ja selber schon drin gehabt, man ist eine Art Barkeeper, ja. Also die Leute erzählen einem unwahrscheinlich viel. Ich sage immer meinen Mitarbeitern gleich, sage ich, ey, kannst dir alles anhören, aber zunächst eine Meinung haben. Weil das Problem ist, wenn der kommt zu dir und sagt, meine Frau, die hat mich geärgert, die blöde Kuh hat das und das gemacht. Dann sagst du, ja, das hat sie. Nächste Woche kommt er und sagt, ey, der hat zu dir blöde Kuh gesagt. Ja, weil du hast es ja bestätigt. Ja, deswegen soll ich immer keine Meinung haben. Oder die Frau kommt alleine. Oder das, ja, und sagt, genau. Ey, du hast mich beschimpft. Warum? Genau. Okay, wow, das war auf jeden Fall, das war eine... Ah, das war schon echt eine Hardcore-Nummer gewesen, also Wahnsinn, Wahnsinn. Was auch ein ganz schlimmes Erlebnis war, das war die Eröffnung in Dubai. Dort war es wirklich wahr, also es war ganz, ganz schlimm. Wir hatten unsere Sachen im Zoll und wir wussten nicht, ob wir sie rauskriegen. Und eigentlich hatten wir alle Sachen dafür gehabt. Es gibt nur verschiedene Halal-Farben und das muss irgendwie alles übereinstimmen, auf jeden Fall. Ich war im einem sehr guten Hotel, war im WLAN eingecheckt, ja, und habe dann morgens also auf einen Anruf oder WhatsApp gewartet, dass das kommt. 9 Uhr, 6 Uhr war noch nichts. Ich war schon ganz aufgeregt, weil die Eröffnung an dem Tag war, ne, und wir diesen ganzen Stadtteil eigentlich gemietet haben. Um 8 Uhr immer noch nicht. Dann hat meine Frau im Zimmer und hat gesagt, steh auf, ich stehe dann auf. Ich war fix und fertig, weil ich stehe nicht auf, ich habe keinen Grund aufzustehen, weil wenn das in die Hose geht und so weiter. Um 9 Uhr hat sie mich irgendwann angekackt. Er hat gesagt, hör auf jetzt hier rumzujammern, wir gehen jetzt los. Ne? Und dann mache ich mein Handy an und sehe, dass ich aus dem WLAN raus bin. Mache mein WLAN ein, da hatte ich um 6.15 Uhr schon, die Ware ist raus. Ich habe da gesehen, habe geheult. Ich habe wirklich geheult, weil diese Last von mir abgefallen ist. Weil ich so, also das ist scheiße, nur wegen dem WLAN. Weil wenn ich es gehabt hätte, ich ja gleich gewusst, alles geklappt. So habe ich halt da gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wieso geht das nicht raus? Ja? Und ich war wirklich, das hat mich so überkommen, dass ich angefangen habe zu heulen. Ja? Weil ich einfach so angespannt war, ich wollte nicht aufstehen. Ja, das war echt Wahnsinn, ja. War sehr, sehr nervenaufreibend. Genau. Das ist egal, was das ist. Das, Magic Man. Das war das Geilste. Ja. Da sage ich euch sowas. Ja. Red Bull ist ja Nonplusultra, gell? Ja, Red Bull war schon, Luxus, Red Bull war schon Luxus, immer, gell? Luxus. Ja. Es gibt eine gewisse Bar. Die war früher auch ein bisschen in, da war ein Barkeeper. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, gell? Ja. Und dann sind wir auch regelmäßig hingegangen, gell? Und irgendwann er so, hier. Willst du einen Wodka-Effekt? Und ich so, Alter, geil. Ja. Was zum Teufel ist ein Wodka-Effekt, gell? Ich so, Alter, bin ich so ein Kulturbanause? Ich weiß nicht, was ein Wodka-Effekt ist, gell? Oh Gott. Ich so, mach mir einen, gell? So, aber auch von, im Sinne von mach mir einen, so als wäre das irgendwie so ein krasser Cocktail, gell? Yeah. Er, zack, Glas geholt, Eis rein, Wodka, oh. Dann holt er diese Effektdose, gell? Mach die auf. Gib den rein. Ich guck den an, ich sag, willst du mich verarschen? Das ist einfach nur Red Bull mit einem anderen Namen. Ja. Wodka-Effekt. Ich so, Alter, den einzigen Effekt, den es hat, ist, dass ich diese Bar verlassen will, gell? Alter, krank. Aber das war so dieses Wodka-Effekt. Ich so, bitte, ja, unbedingt, gell? So, Alter, krank. Ey, und was auch schlimm ist, dass ich das sage, weil man ja auch urteilen muss über das Können oder über den Sound von den Leuten. Und es war für mich so
Mir fällt es auch voll schwer, das zu tun, aber das tun wir ja dauernd, ne? Nur sagen es halt nicht Leuten, ne? Also jedes Mal, wenn du ein Lied weitergibst, hast du doch gerade geurteilt. Genau, dann ja. Auf einer Playlist oder voll. Auf einer CD, die du gekauft hast, oder das passiert ja dauernd, ne? Ja, genau. Song ist scheiße, weiter. Also mir ist es auch voll unangenehm, ne? Auch das dann jemandem zu sagen, weil pass auf, ich bin ja nicht dein Vater und ich weiß ja auch, dass es nur meine blöde Meinung ist, ne? Ich habe ja selbst Leute gehört, die mir gesagt haben, pass auf, das kannst du vergessen, das wird nie was. Das will ich jetzt halt auch niemandem sagen, ehrlich gesagt. Ne? Genau. Ich würde halt sagen, guck mal, meine Meinung ist das und das. Wenn du mich jetzt fragst, ist mir unangenehm, zu dir zu sagen. Ne? Ja. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es jetzt nicht schmeichelhaft klingt. Und ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten. Aber ist halt, dass man so gehemmt ist, seine Meinung zu sagen, finde ich auch, ne, während ich es selbst bin, finde ich schon ein bisschen komisch. Ja, aber das ist doch wieder positiv, muss ich jetzt mal sagen. Weil wir es gerade mit den Trollen hatten. Es gibt ja anscheinend Leute, die überhaupt kein Problem haben, die anderen. Ja, gut, die kompensieren ja irgendwas. Ja. Ne? Also, ja. Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich, ne, bei unserem YouTube-Kanal, ne, 3PTV, ja, da gibt es 2-3 Leute, die immer auf Gefällt mir nicht klicken. Mit denen würde ich gerne mal sprechen. Weißt du, am liebsten, jetzt so in so einer Basis. Ja. Weißt du, was es ist? Das war dieses klassische, komm, wollen wir kurz rausgehen? Ja, was ist eigentlich dein Problem? Genau. Aber weißt komm, wir gehen kurz raus. Genau. Und lass uns kurz reden in der Ecke. Aber weißt du, was es ist? Nein. Bruder, nimm dein Zeug mit. Genau. Genau. Was? Nimm schon mal die Jacke mit. Aber weißt du, was ist? Nein. Genau, stimmt, die Jacke kannst du das. Was, Chevy oder was? Genau. Nein, Entschuldigung, was jetzt? Oh. Nee, alles gut. Genau, ach, das ist auch was, genau. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt, von meiner Jacke Person her, ne? Ja. Ich bin tatsächlich auch jemand, wenn ich was höre und es gefällt mir, dann klicke ich auf gefällt mir. Wenn mir was nicht gefällt, dann klicke ich aber nicht auf gefällt mir nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut ist oder schlecht, weil vielleicht hilft es den Leuten ja auch, dann so und so viele Leute finden das jetzt nicht cool, aber es juckt die ja auch nicht. Aber so vom Typ her bin ich dann immer so, auch, wie du sagst, so, es ist so dieses, ich möchte dem sagen, geil, ich finde es cool. Und wenn mir was nicht gefällt, dann juckt, dann habe ich gar nicht die Intention zu sagen, komm, ich klicke jetzt auf gefällt mir nicht. So weit komme ich gar nicht. Das geht mir ganz genauso. Ne? Also, ne, ich habe mich ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Unterhaltung irgendwie im Internet beteiligt. Aber das war halt nie, um irgendwie jemanden zu haten. Ne? Also, das muss ich kurz relativieren. Aber, also. Aber nicht um, ach komm, du kannst nichts, geh weiter. Das verstehe ich einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Also, wie du schon gesagt hast, also ich will ja, ich, wer, also jetzt mal so gesagt, wer bin ich, um dir jetzt zu sagen, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht? Also gefällt mir, ja klar, einfach um das Feedback zu geben, ey, das finde ich gut, was du machst. Voll. Aber das andere, na gut, dann, ich meine, theoretisch ist es ja so und so viele Leute gucken dein Video, hören deine Musik und so viele klicken auf gefällt mir und bei den anderen hast du welche, die klicken prinzipiell nicht. Und bei den anderen kannst du dir überlegen, alles klar, denen gefällt es vielleicht nicht so gut oder so. Mhm. Ja? Aber dieses, ja, weiß ich nicht. Nicht so mein Ding. Ey, und Spaß. Für mich ist das also mittlerweile noch ein schlimmeres Business geworden, weil genau, also es gab damals nicht dieses jeder kann einen Kommentar abgeben, jeder kann irgendwie einen Daumen hoch, Daumen runter geben. Ach Gott, das ist so. Wenn ich damals beschimpfen lassen wollte, muss ich schon auf eine Hip-Hop-Jam gehen. Genau. Zum Beispiel. Oder dich ja, halt vom Publikum ausbuhen lassen. Ja. Na gut, aber das war dann was anderes. Weil da müssen die dich ausbuhen oder die dich beschimpfen, kommen dann noch ein bisschen mehr Eier haben, weil dann genau, stehen die ja dann auch hinter ihrem dem, genau, was sie sagen, ne? Und voll, verstecken sich nicht hinter irgendwie einen anonymen Post im Internet. Toll. Ja, genau. Wir haben vorgestern den Ingo von konkret für ein Duo, ja, aufgenommen für meine Platte. Und da haben wir nochmal irgendwie so voll in so, ey, Hip-Hop-Jam-Erinnerung geschwelgt. Das erste Ding, wo wir zusammen waren, hat mein Vater uns hingefahren.
Und der Ingo hat mich, ich weiß, mein Vater ist jetzt 20 Jahre tot, ne? Ja. Da hat Ingo mich daran erinnert, wie mein Vater sagt, wie er, mein Vater fragt, ja, und gefällt's Ihnen? Und mein Vater sagt, it's terrible. So, warum bin ich hier? Und da gab's danach auch noch echt so richtige Massenschläge. Ey, ganz kurz zu dem Thema. Ich muss auf ein Thema zu sprechen kommen. Ich hatte lange eine Videokassette in meinem Besitz. Ich weiß, was kommt. Du weißt, was kommt? Ja, okay. Die verschwunden ist. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber egal. Und es war quasi ein Live-Mitch, also es gab damals MTV und Rock am Ring. Oh nein. Ey, ich will die haben. Ey, ohne Spaß, ich muss sie suchen. Ich muss es haben. Steve, bitte, ja. bitte. Ich erzähl immer davon. Und der Jumpsan Abi ja, ja. im Sidekick. Aber ich weiß, wie lange ich es nicht gesehen habe. Ich muss es wiedersehen. Aber das ist, okay, aber Tobi, da kommt gesagt. Werbung. Dann, das wird nicht gezeigt. Die Sache ist die. Und das nein, es, halt, also ganz kurz, es gab damals eine Version davon. Hast du die? Hast du diese ich Version? Hatte die, Mann. Ich hatte sie auf Video. Ich musste diese Kassette suchen. Ich habe nämlich immer ernsthaft? Nur den Vegan, nein, ja, ja. wie er da steht, ja, ja, mit seiner Cap bis zur Nasenwurzel runtergezogen, ja. Hand ausgestreckt und rappt der hier. Genau. Komm. Und rappt, glaube ich, höher, schneller, weiter war das damals. Türkisch. Stimmt, türkisch war es. Sorry. Ja. Genau. Das Geile ist, der Liga und? Rappt es ganz solide zu Ende, genau, aber macht genau. dabei diesen Komm genau. her. Komm her. So. Ey, ganz genau. im Ernst. Das war so es ein war genau der Move. Ding. Es war genau dieses so. Ich weiß nicht, wie oft ich das nachgemacht habe. Läuft von der Bühne links, rechts, immer hin und her und irgendwann in der Mitte so kommt dieser Move mit dem, okay, werf noch eine Flasche, ist alles gut. Unter der Kappe raus. Genau. Ey, ich erinnere mich daran wirklich, als wäre es gestern gewesen, ne? Ich rap irgendwas und krieg so eine Orange am Kopf und rap einfach weiter und denk mir, ach, naja, okay. Guck mal, jetzt die Ausschreitung ist auch wieder komisch. Und dann geht der Vegan runter und dann denk ich, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, ja. Und das war in dem Originalvideo. Und das war damals so, das wurde so ausgestrahlt, kurz. Ich glaube, es gab nur einmal. Ja, ich glaube, es wurde halt einfach auch live ausgestrahlt. Ja, genau. Ich glaube auch, das war live. Ja, das war dann live. Dann kam nämlich bei dieser Szene, dann war der Vegan fertig. Richtig. Und dann haben die... Werbung. Ja, so. Genau. So danach für die... so. Aber man konnte ja ahnen, was ja, aber wir konnten es ja ahnen. Aber genau, es war der Moment, wo... genau. Und dann... Ja, wurde es halt... Ich sag mal geregelt auf... Frankfurter Art, halt so. Sehr gut. Also. Ja. Aber das ist ein schönes, es war schön, dass du davon jetzt anfängst, ne? Weil es ist halt wirklich dieses Pendant zu irgendwie im Internet pöbeln. Mhm. Und ich, ey, pass auf, da, als wir dann da unten waren, haben echt Leute, ich habe die Angst ja in den Augen, ne? Die Panik gesehen, ne? Die dachten, okay, wie sind die jetzt hier runtergekommen? Ich dachte, wir können die halt bewerfen wie im Zoo mäßig. Ja, genau. Das war wirklich ein schöner Moment. Und passt natürlich voll zu diesem. Ich fühle mich unbeobachtet, kann hier ja, genau. allen möglichen Leuten wehtun. Genau. Voll. Aber manchmal wehren sie sich halt auch, gell? Ja, gut, aber. Es war nicht so einfach wie heute. Ne? Heute kannst du schreiben. Keine Ahnung. Scheiß Song, fick dich, alles scheiße. Und da war es so. Ja, aber ich glaube, es war für die Leute da auch eine neue Qualität, ne? Weil die dachten, ich komme hier immer her. Beschimpft irgendwelche Leute, bewerft die. Passiert nie was. Und irgendwann ist immer das erste Mal. Gibt's eine Antwort. Stimmt. Gut, es war damals auch einfach was ganz anderes. Ne? Es war ja, ja also, voll. Es war ja auch, es war ja nicht nur so ein Image. Ich meine, ihr hattet nee, ja voll. Auch so ein ich glaub, Image, nee, aber ihr wart ja auch einfach ja, nee, voll, ich glaube, es ist halt was anderes, wie, weißt du, wenn du irgendwelche Girlbands bewirfst, ne, die dann halt einfach dir ausgeliefert sind. Ja. Ne? Wo dann die Plattenfirma noch irgendwie hinten dran steht und irgendwie halt Jungs, die sagen, genau, auf dich hab ich grad gewartet. Ich hab's grad gewartet. Genau. Nicht mit uns. Ja. Hast du zu viel mit dem Siggi rumgehangen oder das heißt Podcast, Alter, nicht Postcast? Oder das ist Podcast. Wir zusammen, du und ich, machen einen Podcast. Der heißt Siggis Bar. Das hast du hoffentlich noch nicht vergessen.
Also, wenn ich ehrlich bin, hänge ich viel zu wenig mit dem Sigi ab. Dafür viel zu viel mit dir, mein Lieber. Jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, mit mehr mit dem Sigi abhängen, es gibt auf jeden Fall auch ein nettes Thekengespräch. Als uns ein Gast abgesagt hat, haben wir mit dem Sigi an der Theke ein bisschen geschwatzt. Ich habe echt Antworten gehabt. Aber schön ist, dass wir an der Theke sitzen heute beim Sigi. Ja, sehr gut. Vor allem ist es dieser Abend immer für mich ein sehr guter Ausgleich für den normalen Arbeitstag. Und dann freue ich mich auch immer, abends dann mal zum Sigi zu gehen. Alle Basis. Nur kurze dazu. Sigi! Gutes Stevie, ich bin gleich bei euch, mein Freund. Noch so klar, zwei kleine dazu. So Gedeckchen. Ah ja, mittags, ich weiß, mittags sein, aber Leben muss auch hippe. Ah ja, ich mach dir das. Gute, mein Lieber. Gut, Sigi, servus. Gute Bube, ach, der Tobi, der Bombe auch dabei. Ja, was ist hier? Wir sitzen heute mal bei dir an der Theke. Okay. Ja. Ja. Seid ihr allein gelassen worden oder was? Weil ich hab gedacht, ihr kommt wieder hier mit einem Gast, weil wir haben auch schon die Nüsse und so. Ja, ne, heute. Vielleicht kommt noch einer rein, aber halt. Ah ja, ihr seid immer willkommen, egal ob ihr hinten sitzt oder vorne sitzt. Ja, ich muss mal kurz zwei kleine machen hier für den Typ da hinten, der zählt jetzt schon. Aber ihr erzählt mal, wie geht's euch? Super. Gut, und selbst? Wie läuft der Laden? Tobi ist müde wie immer, oder? Ja, müde. Ja. Alles gut, muss ich sagen. Ich muss ja gestehen, dass die Werbung, die ihr da macht mit all den Leuten, mit dem Instagram und dem Facebook und so, mit dem Podcast da, was ihr da macht, ist echt gut für uns. Also, ich habe jetzt hier mehr Fassbestellungen als vorher, weil es sind ein paar Leute, die kommen hier rein und wollen euch einfach zugucken. Ich meine jetzt unter uns, Brüder, ihr seht jetzt nicht so gut aus, aber die interessieren sich halt für das, was ihr da macht und das ist super für mich, ne? Also, muss man nicht aufstoßen. Ja, dann hat es ja schon gelohnt. Ja, alles gut, alles super. Nee, super. Super. Aber, also Fass wegen 22 Bierchenmäßig, oder? Ah ja, der Beige ist immer 22, Stevie, weißt du? Du kannst ja hier nicht in der Wirtschaftskonjunktur jetzt einfach die Preise hoch und runter schrauben. Wir sind ja noch ein bisschen Marktwirtschaft, weißt du? Und wenn ich jetzt hier 2,80 machen sollte und der da hinten die Beige, dann macht irgendwie 1,80, da habe ich ein Problem. Deswegen 2,20 Beige bleibt 2,20 Beige, weißt du? Dafür ist der Sigi bekannt hier. Okay, das Ding ist halt, dass bei uns die meisten Gäste ja eher Kauberscholle trinken, also hier. Ja, aber ihr seid so ein bisschen Attraktion, weißt du, wenn du so ins Zoo gehst zum Beispiel. Ja. Da guckst du ja auch, was die Leute da machen und da holst du dir Popcorn, da holst du dir ein bisschen Wassereis oder was auch immer du da. Du kaufst halt ein bisschen Zeug. Ich meine, Zoo lebt ja nicht nur von der Eintrittspreise, sondern die haben so Zeug, was sie verkaufen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich so Souvenir machen soll, so Deckelchen mit euch drauf oder irgendwie so Sabellätzchen oder irgendwie Nüsschenschälchen, irgendwie sowas. So ein bisschen, habe ich ja irgendwie gelesen, als ich da den Football geguckt habe, so Merchandise, weißt du? Ja. Da habe ich mir überlegt, ob ich Merchandise machen soll, weil, es bringt Umsatz. No? Ja klar, das ist wichtig am Ende. Du kannst auch gerne, also kannst du machen, wenn du willst. Kannst auch gerne T-Shirts machen, wenn du willst von uns. Wenn das eine Option wäre für dich. Ja, das Problem ist, dass die Größe, die ich hier brauche für die jungen Leute oder für die älteren Leute hier, die hierher kommen, so 5 XL und so, das ist ein bisschen schwierig abzusetzen, weißt du? Wenn du das kriegst, da kostet T-Shirt 88 Euro, also kann ich da nicht mehr draufdrücken oder irgendwas. Das ist das Problem. Ah ja, ich sag, wie es ist. Ja, gut. Ich sag, wie es ist, weißt du? Ja. Ich meine, die Leute, die hier sind, die kommen gern hier, aber die kennen ihre Schwäche. Die wissen, was nicht passt. Und in dem Fall ist es ein T-Shirt. 2 XL. Und in dem Fall ist der 2XL, da laufen Leute hier bauchfrei rum. Das brauche ich nicht, weißt du, weil die anderen kommen rein so angewidert oder so. Das brauche ich auch nicht, weißt du, so bauchfrei. Ich bin ja nicht bei der Ofra Hasa hier irgendwie Bauchtanzwettbewerb oder so. Ne? Also, alles gut hier, das Geschäftchen läuft gut, ich mache hier Bierchen, da Dings. Und was ich letztens gemacht habe, ich habe euer John Wayne Cola, habe ich da mal auf die Tafel geschrieben. Und das hat tatsächlich mal einer bestellt, er sagt, das schmeckt ganz gutes Zeug, was denn das? Da habe ich gesagt, ihr fragt die Jungs hier von der Podcast da hinten, weißt du? Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht und dann auch, ich habe ja damals auch dieses komische, ich weiß nicht, dieses Cranberry, Erdbeer-Gedöns, ja. Keine Ahnung, ich hab's mir aufgeschrieben, weißt du? Ja. Hab ich auch mal gemacht, da haben sie mich fast verhauen deswegen, das ging nicht. Aber der andere, der Bonanza-Cola, das war ganz fein hier, für die Leute war das ganz gut. Hat gefallen? Das war ganz gut hier, ich muss sogar mein Kippchen ausdrücken. Ja, ich schrach zu viel, also, Jungs, ich schrach zu viel. Weißt, ich hab mir letztens wieder Stang Kippe geholt, da hab ich mir auch gedacht, scheiße, fast 80 Euro für die Kippe und du machst kaputt. Ja. Aber gut.
Ich bin ja noch einer der wenigen Kneipe, die hier rare dürfen, weißt du? Weil ich habe ja hier so um die Ecke. Ja. Und da gibt es ja Regularien, wo du so hier zumachen kannst. Ja, ja, ja. Und ich habe da so Pappkartons, die habe ich immer zugemacht, als der Typ vom Bürgeramt gekommen ist. Habe ich immer zugemacht und es ging dann immer so. Ich muss schon wieder aufstoßen. Deswegen kommen Leute auch her, weil sie rauchen können, weißt du? Das gibt es aktuell selten, ne? Dass man in der Bar rauchen darf, eigentlich. Also. Ja, kannst du machen, glaube ich, wenn du so kleine abgestellte Raum hast, wo du so zumachen kannst, weißt du? Aber ich bin hier so, ich hab, das Ding ist, ich darf das jetzt ja gar nicht so laut sagen, weißt du? Das bleibt aber jetzt hier bitte unter uns. Ja, klar. Ich kenne den halt von der Ordnungsamt, den kenne ich ganz gut. Ja. Weißt du, der hat hier auch früher oft gesessen, da hat er Probleme mit der Frau gekriegt, weil er auch ein bisschen oft gezittert hat. Und da habe ich dem auch immer hier Bierchen und da. Und der hat, das Problem war bei dem jungen Kerl, der war echt ein junger Kerl, aber der hat schon gezittert früh morgens, weißt du, weil er wollte irgendwie sein Bierchen haben und so. Da habe ich ihm hier einen Deckel gemacht. Ich meine, der Deckel, der ist so groß wie Tapeten dabei, weißt du. Also insofern, der schuld mir noch was. Da habe ich halt hier, Kollege, mach mal hier eine bisschen hier, mach mal die Formulare ein bisschen nach unten hier. Und dann, wenn du kommst, mache ich die Kartons davor und dann passt es schon. Bei mir kannst du rauchen hier. Bei mir kannst du rauchen. Ja, da haben sich auch einige Gäste gefreut bis jetzt. Also wir hatten ja schon einige, also wir hatten auch viele Sportler dabei aktuell, ne? Ja, ihr habt ja den einen Käfigkämpfer gehabt, gell? Der hat ja da die Pranke wie so ein Berserker gehabt, gell? Vito. Vito war das, oder? Okay. Ja, Vito war das. Ja, Boxer. Stimmt, bei dem wollte ich mal zum Training und so. Nee, das mach ich nicht. Ich habe mir das gedacht, du bist jetzt motiviert und so, das war aber nur 5 Minuten oder so. Dann habe ich mir das angeguckt, habe ich gesagt, nee, ey, du brichst dir den Hals und so, das mache ich nicht. Und da habt ihr ja noch diesen einen Riesenkerl da gehabt, das war super, der hat mir die Glühbirne ausgewechselt, das fand ich super. Der Patrick, genau. Der Patrick, genau, der Patrick, der war... Ja, gut. Ja, genau, der war ja, super, genau. Der Patrick, und der hat es gemacht, ohne Probleme. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir gefragt, ob ich den nochmal holen soll für die Decke-Tapessier, aber das wäre unverschämt gewesen. Ich meine, ist ja mein Freund, ist euer Freund. Ich weiß nicht, wie eng ihr jetzt miteinander seid, aber das wollte ich nicht machen. Aber es war ganz gut, weil ich habe dann angefangen, auch, muss ich mal auch sagen, ich habe den Kurs gemacht bei der IHK. Da habe ich auch mal überlegt, so, ob ich mal hier ein bisschen Marketing machen soll und so, und da habe ich den Leuten auch... Für die Bar jetzt von dir, meinst du? Ja, ich habe das eher so fernmündlich gemacht, weißt ja, du? Ja, aber so das machen wir ja auch für dich eigentlich, Marketing. Ja, da kriege ich halt nicht mit, weil ich gucke halt alles, was du machst, weil ich habe euch ja irgendwie da mal irgendwie, wie heißt das, verknüpft habe ich euch da bei den ganzen Portalen und so. Ja. Guck ich, was ihr da macht, aber ich dachte es hier bei den Leuten und sage, hier sag dem Sigi Bescheid, sag dem Bescheid, weißt du? Und die haben gesagt, ey, du bist das, du Idiot. Da habe ich gedacht, okay, ich habe ja wieder 4 Bierchen zu viel drin gehabt. Weißt du, was ich meine? Also, das passiert schon mal. Da habe ich den Leuten Bescheid gesagt. Die haben den anderen Bescheid gesagt. Und da kamen sie auch. Also, es waren immer ein paar mehr Leute da. Und das finden die ganz gut hier. Ne? Die Frage wäre gerade, also wir hatten jetzt echt viele Gäste da. Tobi, du hast dich auch wohl gefühlt mit den ganzen Leuten. Es waren immer sehr schöne Abende, ja. Gell? War gut, oder? Bis jetzt. Total interessant, ja. Ich hab's immer sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Wie war das eigentlich mit den Getränken? Kamen die pünktlich? Weil ich mache ja hier auch so ein bisschen... Weißt, ich habe mir letztens überlegt, machst du mal so Kundenzufriedenheitsanalyse? Das hab ich gelernt, weißt du, weil ich habe hier so Freundin. Ja. Ich muss mal gucken, ob mit der was geht. Und die hat eine Tochter und die studiert. Die hat mir irgendwas erzählt. Die studiert so Marketing oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Die hat gesagt, wir machen jetzt Kundenzufriedenheitsanalyse. Ich hab gesagt, was macht der? Fragt der jeden Kunde da rein und raus? Ja, ich muss kurz unterbrechen. Also das Ding ist, also die Getränke kamen meistens pünktlich. Okay. Gut, weil wenn wir kommen, weiß jeder, was wir trinken. Ja, es gab einmal eine kleine Reklamation wegen gab Wasser. Gab das? Ja. Aber wegen Wasser? Ja, einer hat gesagt, es schmeckt wie Blumenwasser. Aber vielleicht hat man sich da eine Flasche verkauft. Blumenwasser? Stimmt. Ja, und stimmt. Der war anders. Ich muss das mal jetzt klären hier. Blumenwasser gibt's bei mir. Ich hab Blumen und ich hab Wasser. Aber ich hab kein Blumenwasser. Weißt du, was ich meine? Gut, er hat sich irgendwie beschwert. Das Wasser ist wahrscheinlich auch nicht so alltäglich bei dir. Ja, es braucht ein Hin und Weder. Ja, mit Wasser haben wir nicht so die Erfahrung, aber sag's mir einfach, wer das ist, dann mache ich mir das Foto hier und dann kommt er nicht mehr rein. Hier, weißt du? ich kann ja keine schlechte Mundpropaganda gebrauchen. Und wenn einer echte Probleme mit Wasser hat, weißt du, da weiß auch nicht, wo der Frosch die Locke hat. Dann hat er irgendwie was. Also der, sagen wir mal so, hauptberuflich befindet er sich im, wie hast du gesagt, Käfig. Im Käfig, der. Okay, nee, den fand ich super. Okay, ich mach's Wasser, dann mach ich nächstes Mal gut für den. Also, ja. Ich kauf extra dieses, wenn ich nach Dijon fahre und Senf hole, da hol ich mir Dom Perignon oder wie das heißt, so, weißt du, oder Dom Pellegrino oder wie der Käse heißt.
Nee, sagst dem Video mal einen schönen Gruß von mir. Ich mach mal hier Kasten, mach ich mal hier hin. Und er ist gern gesehen, weißt du? Ja, klar. Ja, ist ein guter, der Video. Ja. Der Video ist ein guter. Ja, und jetzt mit dem Marketing. Was hast du denn vor? Also Kundenbefragung. Ja, ich habe hier mal überlegt, ob ich mal hier fragen soll, wie das alles hier war. Und dann haben die Leute gesagt, ja, die finden das super. Und auch die Getränke und so, die ihr da so kredenzt habt, sozusagen, ja. Muss ich mal sagen, gell. Übrigens, Jungs, muss man mal sagen, hier von der vorletzten Woche ist der Deckel noch auf, gell. Also ich will es hier nicht so breit reden, aber der Deckel ist noch auf, das müssen wir mal besprechen. Und mein Steuerberater hat mir auch gesagt, hier, ich will keinen Deckel mehr an die Steuererklärung tackern. Das versteht der Finanzbeamte. Aber es ist eine andere Geschichte, weißt du. Aber haben wir den nicht bezahlt, oder? Öschebi war hier relativ schnell weg an dem Abend. Vielleicht habe ich ja laut genug gebrüllt, ich weiß es nicht, weißt okay. du. Aber was ich sagen wollte, die Befragung, die ich machen wollte, ich mache jetzt hier nicht die Online-Befragung, wie die ganzen Leute, die modernen. Ich frage die Leute, ey, wie fandest du das? Fandest du gut, fandest du schlecht? Ja. Ich kann mir die Gesichter schon merken, bei mir gibt es 25, 28 Leute, die kommen Tag ein, Tag aus hierher, die wissen, was los ist, weißt du. Ja. Die werde ich mal fragen, wie sie es finden und was sie da machen wollen oder ob sie irgendwie sich gestört fühlen oder so. Ja. Der bisherige Eindruck war super, also die sehen das gern und die haben auch Spaß. Auch an die Gäste, weil die gucken sich auch manchmal die Autos an, die da draußen sind. Weißt du, der eine kam da mit einem riesen Schiff an. Ja. Und da haben sie sich angeguckt, haben gesagt, boah, das sind gute Gäste hier beim Sigi, weißt du. Und dann haben sie gesagt, hier Leute, hier geht's steil nach oben. Wie geht's da nach oben, weißt du? Ich muss jetzt nicht an die Börse oder so, weißt du? Nee. Wir sind zwar in Frankfurt und so, aber ich muss nicht an die Börse. Ich bin ein kleiner Mann, weißt du, und das bleibe ich auch, weißt du, was ich meine? Meinst du, wir sollten die Leute in unserer 25. Folge auch darauf hinweisen, schon mal so leicht, dass wir am 30.10. von 20 bis 22 Uhr bei Radio X sind? Können wir ja kurz machen. Also wenn ich deine Antwort gerade richtig verstanden habe und du da Deutsch gesprochen hast, dann hast du gesagt, kann man ja kurz machen. Okay, also wir bräuchten, die Infos, die wir sagen sollten, wären auf jeden Fall, dass wir live bei Radio Frankfurt sind, in der Sendung Mein Frankfurt bei Hassan Anouri. Ich glaube, die Frequenz ist 95,1 FM, damit die Leute das empfangen können. Ich glaube, man kann es aber auch im Internet streamen. Und da wären wir am 30.10. am Samstag von 20 bis 22 Uhr. Das wären auf jeden Fall die wichtigsten Infos, die wir reinpacken sollten. Damit die Leute das dann auch hören in der Best-of-Folge, gell? Machen wir so. Gute Stevie und Tobi, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollt, ihr Bube? Ich hab mal hier mal ein bisschen aufgeräumt bei mir in der Kneipe. Und da habe ich von eurem Stammtisch 25 Deckel gefunden noch. Das heißt ja, dass ihr 25 Mal da wart hier, gell? Also, das heißt auch, dass ihr 25 Sendungen gemacht habt, wenn alles hier on air gegangen ist, wie man so schön sagt hier, gell? Alter, würde ich euch mal gratulieren, ihr Bube. Ich mache mir gleich mal ein Bierchen und dann trinke ich mal einen auf euch. Letztens waren da zwei Typen da, die kamen hier rein und haben gefragt, ey, bist du der Sigi, der Ahne da, erzähl mal einen Schwenk aus dem Leben und so. Da habe ich gesagt, hier Jungs, nehmt's mir nicht übel, aber ich bin exklusiv beim Stevie und beim Bomber Tobi. Und wenn ihr mich hören wollt, dann müsst ihr halt den Podcast abonnieren, gell? Das wollte ich nur noch mal sagen. Also, feiert schön, auf die nächsten 25, der Sigi.